Tee oder Kaffee für dich? Kaffee wäre super. Und du? Ich nehme jetzt auch einen Kaffee. Was kaufst du eigentlich, um deine Freunde zu beeindrucken? Zu beeindrucken? Es gibt da so eine total leckere Pasta aus Sardinien mit getrockneten Tomaten, Mandelmus und so ein paar Geheimzutaten. Was inspiriert dich? Gute Musiker, mit denen ich mich bei der Probearbeit richtig schön austauschen kann, und Reisen. Was liebst du am Musikerdasein? Viel, die Konzerte, das Reisen, immer wieder neue Eindrücke. Worauf könntest du verzichten? Auf nichts. Auf Süßigkeiten. Aber nicht auf die Flöte. Naja, also nicht, dass ich nur für die Flöte leben würde, ne? Aber... Warum die Querflöte? Ich wollte eigentlich Dudelsack lernen. Aber das fanden meine Eltern nicht so cool und haben dann vorgeschlagen, ich soll doch mal so einen Probeunterricht mit Querflöte nehmen. Und dann war das Liebe auf den ersten Blick. Von welchem Künstler besitzt du die meisten CDs? Das ist bestimmt James Galway und mein ehemaliges Orchester, die Heidelberger Sinfonica. Aber ich habe auch AC/DC und mir hat gerade jemand richtig was Geiles geschenkt. Es wollt ein Mädchen früh aufstehen, wohl um 3:15. Beschreib doch mal deine aktuelle CD. Manisch-depressiv, gut gelaunt, schlecht gelaunt, traurig, melancholisch, so ein bisschen wie das Bild hier drauf. Du hattest vor exakt einem Jahr einen Schlaganfall. Gibt es etwas, was dich dieser Schlaganfall gelehrt hat? Oh, noch mehr das Leben zu genießen und den Moment und dankbar zu sein. Ja. Welches sind deine nächsten großen Ziele? Hey, ich plane gerade meine nächste CD und freue mich drauf. Ja, das war's, oder? Ja, das war's. Das war's? Das war's, wir sind fertig. Wow, danke. Ich danke dir, es war schön. Ha ha ha!